Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video. Und heute möchte ich einen Park mit euch bauen, hier in dem Strandbereich von der Deutschlandkarte, also dieser Bereich hier. Der Park soll Prehistoric Marine Park heißen und ich möchte dort gerne alle 4 Spezies aus dem neuen DLC unterbringen. Das heißt, das wird ein Park nur mit Lagunen. Ich baue den Park übrigens komplett ohne Mods. Das heißt, wir müssen jetzt gut planen, wo wir was hinplatzieren. Denn nachkorrigieren ist ohne Mods immer wesentlich schwieriger wegen den ganzen Baubegrenzungen. Und das macht sich hier auch direkt schon bei der ersten Lagune bemerkbar. Da muss ich nämlich so ein bisschen ausprobieren, damit ich sie dann auch platzieren kann. Aber ich wollte sie halt auch möglichst nah am Rand haben, weil wir halt nicht so viel Platz an dem Strand haben. Die zweite Lagune habe ich dann etwas erhöhter gemacht. Und die dritte, da habe ich auch nochmal eine andere Höhe gemacht. Das heißt, jede Lagune ist dann auf einer unterschiedlichen Höhe. Das finde ich immer optisch ganz cool, weil dadurch dann diese Betonwände von den Lagunen dann teilweise sichtbar sind. Und das finde ich immer ganz schick. Als nächstes kommen jetzt die Gebäude um und in der Lagune. Das heißt, diese Beobachtungsgalerien und auch diese neuen Dome, die man ja direkt in die Lagune platzieren kann. Das habe ich auch schon mal aus Planungsgründen gemacht, weil ich gleich das Wegenetz planen möchte. Und dann ist es halt schon ganz praktisch, wenn man alle Gebäude stehen hat, weil dann kann man da schon mal sich überlegen, wie man die dann miteinander verbindet. Hier an dieser Stelle kommt das Eingangsgebäude und dann ging es auch schon los mit den Wegflächen. Ich muss echt sagen, ohne Mods konnte man die auch relativ nah an die Lagune direkt ran platzieren. Das fand ich eigentlich ganz cool. Mit Mods ist es natürlich immer noch ein bisschen leichter, da kann man einfach das Ganze so ein bisschen in die Lagune platzieren und dann ist es halt auch perfekt dran. Ich habe hier jetzt erstmal alle Beobachtungsgalerien miteinander verbunden und dann hier vorne wollte ich dann nochmal so eine kleine Wegfläche haben für die Besucher. Die habe ich dann auch ausgefüllt. Und dann hier nochmal so eine schönere Kurve eingefügt. Das Ganze muss natürlich jetzt auch noch zu dem Eingangsgebäude geführt werden. Und weil ich eine Wegfarbe ein bisschen langweilig fand, habe ich hier auch noch in der Mitte so ein bisschen was von dem Luxusweg mit reingezeichnet. Der hat einen sehr schönen Kontrast zu diesen dunkelgrauen Wegen. Und das Terrain um die Lagune herum habe ich auch schon mal so ein bisschen angepasst. Auch hier habe ich wieder ein paar Höhenunterschiede eingearbeitet und an den Schrägen natürlich mit dem Klippentool das Ganze ein bisschen angepinselt und auch ein paar Felsen platziert. Als nächstes kamen auch noch einige Büsche. Und auch einige Bäume durften nicht fehlen. Und hier oben, da wo die Besucher laufen, habe ich dann auch noch ein bisschen mehr Grün eingezeichnet. Das war ein bisschen freundlicher. Und an der Stelle, wo die vielen Beobachtungsgalerien waren, habe ich 2 von diesen Felsplattformen gemacht. Dann auch noch ein bisschen Deko am Rand der Lagune. Und auch ein Haifieder. Das heißt, ihr wisst schon mal, welche Spezies hier auf jeden Fall reinkommen wird. Dann natürlich auch noch ein paar Besucherläden. Die habe ich auch so ein bisschen angepasst, aber jetzt auch nicht so viel. Diese 2 kleinen Plätze, die ich hier eingezeichnet habe, die werden für die Besucher. Da kommen jetzt einmal außenrum Blumenkästen. Dann in die Mitte so eine Bernsteindeko und dann Stühle und Tische außenrum und auch ein paar Schirme. Jetzt noch ein paar Lampen dazu. Und da mussten wir uns auch noch was einfallen lassen mit dieser großen Wegfläche. Die sah nämlich noch ein bisschen langweilig aus.
Dieses kleine Stück ohne Weg hatte ich dann einmal mit solchen Betonbarrieren umzäunt. Und in die Mitte wollte ich halt gerne diese Dinosaurier-Skelette machen, diese aus dem Jurassic Park-Film. Das Ganze noch ein bisschen verkleiden mit anderen Felsen. So gut wie es geht zumindest mit den Baubegrenzungen. Ich fand tatsächlich aber das dann mit dem T-Rex doch ein bisschen zu viel, deswegen habe ich dann nur den Alamosaurus da stehen lassen. Das fand ich dann wesentlich schöner, habe dann hinten einfach ein paar Felsen gemacht, noch ein paar Büsche. Und dann war ich schon sehr zufrieden damit. Jetzt noch ein paar Sitzmöglichkeiten auf die freien Ecken von der Fläche. Und dann konnten wir schon weiterbauen zu dem nächsten Bereich. Die nächste Lagune, dahin geht's jetzt schon. Da planen wir jetzt auch einmal das Wegenetz. Schön wieder nah an der Lagune entlang. Und dann connecten wir das Ganze. Das ist sozusagen jetzt die Main Street von unserem Park. Also genau die Mitte. Und da sollten dann auch ein paar mehr Besucherläden hin. Ich habe jetzt erstmal 3 Besucherläden gemacht in allen 3 verschiedenen Größen. Und eine Toilette. Ich weiß, ist jetzt für eine Main Street auch nicht so viel. Aber da der Park so klein ist und wir so beschränkt sind vom Platz, sage ich mal, ist das halt schon der Bereich, wo es am meisten für die Besucher gibt. Und damit ist es halt die Main Street. Ansonsten habe ich hier wieder viel dekoriert mit Felsen, Bäumen, Büschen und so weiter. Hotels haben mir im Park auch noch gefehlt, deswegen musste auch der Turm da weichen, denn dort habe ich 2 Hotels gegenüber platziert. Das waren dann sozusagen 2 Hotels direkt am Meer, mit einer sehr schönen Aussicht. Und auch eine Brutstation hatte ich vergessen, die habe ich jetzt hier auf den freien Platz noch ganz am Rand platziert. Aus dieser werden wir dann alles ausbrüten und dann einfach mit dem Helikopter rüberfliegen. Weil platztechnisch jetzt bei jeder Lagune noch so eine Brutstation einzubauen, ich glaube, das macht bei so wenig Fläche halt nicht viel Sinn. Auch hier habe ich den Weg dann wieder weitergeführt. Und dann ist ja auch wieder eine kleine Wegfläche entstanden für die Besucher. Und das Ganze habe ich dann auch mit den Hotelanlagen verbunden. Und dann auch in Richtung Main Street. Hier sind übrigens auch noch 2 Besucherläden hinplatziert worden. Das habt ihr gar nicht gesehen, das war irgendwie gar nicht in der Aufnahme drin. Aber aus den 2 Läden ist dann jetzt auch nur noch einer geworden. Das fand ich irgendwie optisch ein bisschen schöner. Und auch für die Mitarbeiter habe ich dann noch 2 Gebäude hier am Eingang des Parks eingefügt. Einmal so eine medizinische Station für die Dinos und eine Ranger-Station. Da habe ich dann auch so eine kleine Wegfläche vorgemacht, auch wieder in einer anderen Wegfarbe. Dieses helle Grau. Und das Ganze dann auch mit dem Weg verbunden hier. Also langsam machen sich die ganzen Höhenunterschiede hier auch bemerkbar. Das ist eigentlich ganz cool, dass alles irgendwie auf anderen Höhen ist. Und auf diese riesige Wegfläche von den Mitarbeitern kamen auch noch einige Container und Kisten. Dazu passend auch noch ein Kran. Und dann kamen wieder einige Büsche an die Ränder. Und natürlich auch Felsen. Hier hatten wir auch noch so ein bisschen freie Fläche und deswegen habe ich da auch noch mal einen kleinen Bereich für die Besucher eingefügt.
Aber bevor da jetzt was drauf kommt, habe ich erstmal mit dem Terrainpinsel wieder alles so ein bisschen angepinselt. Da an den Wegen und sowas immer ein bisschen grüner das Ganze, ansonsten Klippen. Und natürlich auch ein paar Büsche. Und einzelne Bäume habe ich hier dann auch noch platziert. An dieser Stelle habe ich die übrigens alle per Hand platziert, weil ich einfach nicht so hohe Bäume dort haben wollte. Und jetzt springen wir wieder zur Main Street, denn dort habe ich auch noch mal ein bisschen Deko eingefügt, so ein paar Blumenkästen. Jetzt am Ende auch nicht ganz gepasst, da habe ich dann einfach diesen beigen Streifen da in der Mitte nochmal abgeändert ein bisschen, damit das mit den Blumenkästen auch aufgeht. Und auch bei dem Platz, den ich vorhin noch eingezeichnet hatte, kommen nochmal Blumenkästen außen rum. Und dann kommen dort auch wieder ein bisschen Deko hin und ein paar Sitzmöglichkeiten. Die anderen Besucherläden hatte ich auch noch gar nicht angepasst, das mache ich natürlich jetzt auch noch. Auch wieder ähnlich wie beim ersten Laden da unten. Mit diesen Holzdingern und diesen geschwungenen blauen, ja, was ist denn das? Deko-Elementen da oben drauf. Und dann ging es weiter wieder hier. Noch ein bisschen mehr pinseln und ein bisschen gestalten. Alles so ein bisschen miteinander vermixen und vermengen, damit es natürlich aussieht. Das Spielchen kennt er ja schon. Und dann erstmal nichts tun. Ganz, ganz faul. Und weiter pinseln. Okay, interessant. Und jetzt wieder ein paar Bäume kommen jetzt erstmal wieder. Wir sind jetzt schon beim letzten Bereich. Also es ging jetzt echt recht fix. Hier an den freien Flächen habe ich dann wieder manuell Bäume eingefügt, weil ich halt dort nicht so einen dichten Wald haben wollte. Und da auf die andere Besucherfläche habe ich auch nochmal ein paar Sitzmöglichkeiten gemacht. Und vor den Hotelanlagen genauso. Dann noch ein paar Springbrunnen. Und dann habe ich doch noch den Weg einmal komplett um die Lagune herumgeführt. Das fand ich optisch irgendwie ein bisschen ansprechender. Und dann hier auch nochmal eine Wegfläche. Und eine Toilette. Und hier ist auf der Wegfläche wieder genau das gleiche Spiel, was wir sowieso schon die ganze Zeit gemacht hatten. Blumenkästen außenrum. Und dann einige Sitzmöglichkeiten, wieder mit Bernsteindeko und Schirmen. Dann kam auch noch Deko in die Lagune und um die Lagune. Natürlich auch Fischfieder und auch noch ein paar Bäume an den Rand. Und hier ganz rechts bei der Lagune kam auch ein Felsen hin. Das habe ich natürlich schon platziert, weil ich genau wusste, welches Tierchen wo reinkommen wird. Das werdet ihr jetzt gleich in ein paar Minuten sehen. Und dann natürlich auch in den Lagunen noch ein bisschen gestalten. Ich muss wirklich sagen, dass ich das Gestalten innerhalb von den Lagunen ein bisschen langweilig finde. Also sie sehen ganz cool aus, die Sachen, die man platzieren kann. Aber so richtig viel Variation und so richtig cool machen kann man das halt nicht. Na, ich habe mich dann trotzdem so ein bisschen ausgetobt. Aber ich habe eigentlich nur die Stellen dekoriert, wo auch irgendwelche Viewing Galleries oder so für die Besucher halt sind. Also die Stellen, wo man dann als Besucher auch das Ganze sieht. Ansonsten, ich wollte jetzt nicht die ganze Lagune mit irgendwelchen komischen Korallen und so vollklatschen. Muss ja auch nicht sein. Hier habe ich sogar mal das Indominus Rex Skelett als kleines Easter Egg noch eingebaut. Das werden wir dann nachher in der Besichtigung auch sehen. Ich habe es auch hier angestrahlt mit ein paar Scheinwerfern. Kommt leider nicht so zur Geltung, wie es gern gehabt hätte, aber es ist, wie es ist. Thank you.
Und diese zwei kommen in das erste Gehege. Das ist der dunkle Osthäus. Zweimal. Die kommen logischerweise dahin, wo der Haifieder ist. Also hier in das Gehege. Was ist das denn jetzt? Hä? Warum sind die Dinger jetzt oben? Das ist ja lustig, aber das sieht ja voll cool aus. Das ist irgendwie durch Speichern und Laden entstanden. Irgendwie hat das was, aber wir müssen das korrigieren. Ich hoffe, das können wir einfach so. Okay, das hat geklappt. Also hier kommt der gleich rein, der Hai. Hä, das hier ist ja auch kaputt. Was ist das denn? Und diese vier, Archelon, kommen auch mit rüber in das Gehege zu den Dunkle Osthäus. Die vier Archelon und die zwei Dunkle Osthäus kommen jetzt hier in diese Lagune. Das ist ja auch die größte Lagune. Das heißt, die Archelon können dann hier auf die Steine drauf. Und der Dunkle Osthäus kann hier mit dem Haifieder dann auch fressen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Wahl für ein gemeinsames Gehege. Und die kommen jetzt alle so nach und nach. Und in die nächste Lagune kommen zwei Shonis. Die sehen ja genau gleich aus. Die zwei Shonis kommen hier hinein, in die Mitte. Ich habe dir übrigens nochmal einen anderen Skin jetzt gemacht, damit wir nicht die gleichen haben. Einen rötlichen. Ich hoffe mal, die haben jetzt genug Platz hier. Aber sieht eigentlich so aus, oder? Von der Größe? Das kommt, glaube ich, schon ganz gut hin. Und zu guter Letzt haben wir noch den Notosaurus. 6 Stück an der Zahl, weil er ja nicht so groß ist. Auch mit verschiedenen Skins. Und der ist hier im letzten Gehege. Können ja auch schon auf die Steinplattform. Der hätte ich sogar noch weiter rüber bewegen können. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn die so ein bisschen versetzt nach rechts. Doch, sieht schon ganz cool aus. Lass ich so. Ja, die haben auch sehr, sehr coole Skins. Und wir machen natürlich auch noch eine ganz kurze Besichtigungstour. Also hier bei dem Gebäude kommt man dann an in dem Park und kann dann hier am besten den Weg als erst runtergehen. Da kann man sogar schon so ein bisschen in die Lagune schauen, weil die Lagune halt ein bisschen niedriger ist als der Eingangsbereich. Und hier kommt man dann auch direkt zu diesem Plaza, wo man sitzen kann und auch diese schöne Statue hat. Und natürlich kann man hier dann auch als allererstes direkt unten in den Dom gehen, Unterwasserdom. Und da kann man dann schön die Unterwasserlebewesen beobachten. Da schwimmt schon der erste Archelon. Er macht schon Selfies. Wechseln wir die Perspektive. Er freut sich auch. Ah, da oben sieht man sogar welche.
Und dann kann man hier weitergehen. Da hat man dann noch ganz viele Beobachtungsgalerien, wo man sich reinschillen kann. Da kann man dann perfekt die Archelons angucken, wenn sie sich sonnen. Kann sich schön hier reinsetzen. Dann den Blick genießen. Sieht schon echt schön aus. Ansonsten hat man hier noch ein paar Besucherläden, Toiletten. Und man kann sich dann nochmal hinsetzen. Und das Schöne ist natürlich, man hat immer das Meer im Hintergrund. Weil wir direkt an der Küste gebaut haben. Und dann müsste man zurückgehen erstmal. Wieder zum Eingangsbereich nach oben. Und dann geht es nämlich hier links nach oben. Da links ist dann der Mitarbeiterbereich. Da wollen die Besucher natürlich jetzt nicht hin. Aber man könnte trotzdem hier vorne abbiegen und dann hier mal in die nächste Lagune schauen. Können wir mal reinfliegen. Wir haben auch immer so ein bisschen Korallendeko direkt vor den Galerien. Und dann kann man hier die Main Street entlang gehen. Sich hier vielleicht mal in eins der Restaurants setzen. Und irgendwie Sushi oder so genießen. Der Blick aufs Meer ist natürlich hier auch wunderschön. Und man kann sogar nochmal in die Lagune gucken von vorher, weil wir hier ein bisschen erhöht sind. Aber das Meer sieht ja richtig gut aus. Kann man sich auch hier sogar nochmal hinsetzen. Direkt mit Blick aufs Meer. Oder aber hier vorne nochmal in den Unterwasserdom gehen. Und hier kann man dann die Show nicht sehen. Ist leider gerade sehr weit weg. Na, der andere leider auch. Ah, schade, schade. Aber es gibt auch hier auch noch das Indominus Rex Skelett irgendwo. Hier ist es. Das kann man nämlich auch hier sehen. Hat man sogar sehr, sehr gute Sicht drauf. Nee, schon, die sind natürlich jetzt genau bei der Galerie, wo ich vorhin war, wo wir nichts gesehen haben. Aber es ist cool, dass die auch so an der Oberfläche rumschwimmen. Die Farben sind echt krass. Ja, hier sind wir auf jeden Fall gerade lang gegangen. Und dann kommt man halt hier wieder raus. Und geht dann hier nach unten. Hier finde ich es auch sehr, sehr cool mit dieser Lagunenwand, dass die halt so ein bisschen höher wird. Beziehungsweise das Terrain so ein bisschen runter geht. Und man kann sogar wieder von hier oben perfekt gucken. Kann man sogar schon die Notus sehen, wie sie auf ihrem Stein da chillen. Denn hier kann man auch nochmal runtergehen. Und dann sogar hier in eins der Hotels einchecken. Die haben ja auch nochmal Ansichten von hier raus und sowas. Also da kann man dann auch nochmal perfekt in die Lagune gucken. Und natürlich kann man auch einmal komplett außen rumlaufen. Das sind dann auch nochmal Sitzmöglichkeiten, Toiletten und. Oder man guckt sich einfach hier schön aus der Galerie die Notus an. Ich glaube, das ist ja mein Favorit aus dem DLC. Und die anderen schlafen gerade. Hier kann man übrigens auch nochmal hochgehen und dann in die Schonisaurus-Lagune reingucken. Und ja, das war's schon. Ein kleiner, süßer Park. Deswegen auch nur eine Baufolge. Aber wir haben alle vier DLC-Tiere untergebracht. Ihr könnt jetzt ja gerne mal eure Meinung von dem Park hier in die Kommentare schreiben. Und falls ihr mehr von sowas sehen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Das würde mich sehr unterstützen. Das Safe Game zu dem Park packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Und ich wünsche euch natürlich jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.